Hi, ich bin Julian, ich programmiere seit 26 Jahren und seit 15 Jahren bin ich Software-Ingenieur bei der Firma Consul. Ich würde sagen, Programmierer sind logisch denkende Menschen, sehr kreative Menschen. Sie versuchen, Probleme und Ideen mit Code umzusetzen, versuchen, Technologien zu vereinfachen, sodass jeder sie verwenden kann. Sie sind meistens sehr kommunikative Menschen, weil sie die Probleme anderer erst einmal verstehen müssen, um sie dann lösen zu können. Ja, das Bild des Hornbrillen-tragenden Menschen, der sich nicht richtig artikulieren kann. Ja, das, glaube, das Bild, das gibt es schon lange, aber das ist schon lange sehr outdated und wird höchstens noch von der Filmindustrie wieder hervorgekramt. Mich haben Computer schon immer interessiert, von klein auf. Ich wollte schon immer wissen, wie sie funktionieren. Mich hat schon immer die Idee begeistert, dass ich nur meinen Computer brauche, um eine Idee umzusetzen oder ein Problem zu lösen. Ich muss nirgendwo hingehen, ich brauche keine Werkstatt, ich brauche kein besonderes Werkzeug, um das zu tun. Das, was ich dann geschaffen habe, das Programm, kann ich mit allen Menschen teilen. Jeder kann es benutzen, wenn er möchte. Ich finde im Internet auch immer Hilfe von anderen Entwicklern. Also diese Community ist bereit, mir immer irgendwo zu helfen. Man findet immer jemanden, der das Problem schon mal hatte und mir dann zeigt, wie es besser geht oder anders geht. Wenn du zum Beispiel anfängst mit dem Programmieren, wenn du sagst, okay, ich interessiere mich fürs Programmieren und ich möchte Entwickler werden, findest du heutzutage alles im Internet, was du brauchst. Du kannst es dir selber beibringen. Es gibt ganz viele Leute, die dir dabei helfen. Diese gesamte Community ist einfach sehr großartig und das ist das, was mich bis heute eigentlich fasziniert und festgehalten hat.